Was macht ein Mental Coach? Ein Mental Coach ist eine Persönlichkeit, die Menschen in Sachen Stressmanagement, Veränderung, Entfaltungsprozess begleiten und unterstützen. Ein Mental Coach ist jemand, der sich in Situationen von anderen hineindenken kann, hineinfühlen und durch erfolgreiche Kommunikation ausfindig macht, was da innen abläuft. Also warum denkt mein Klient so, wie er denkt? Warum hat er so eine innere Haltung? Was beschäftigt ihn? Woher kommt der Gedanke? Und er schafft es dann durch geschickte Fragestellung, den Klient in eine Situation hineinzubringen, wo er sich dann aus einer anderen Perspektive, aus einer neutralen Perspektive betrachtet und sich selber bewerten. Das heisst, ein Coach ist nicht jemand, der Entscheidungen abnimmt, sondern dem Klient eigentlich hilft, sich die Gedanken zu machen, beziehungsweise seine Gedanken aus einer Beobachtersituation heraus zu analysieren, zu bewerten, um eben neue Muster zu bilden. Alles, was ich dir jetzt erzählt habe, also wie der Mental Coach eigentlich schafft, wie er den Klienten dazu bringt, dass er aus einer anderen Position sich kann betrachten kann, zu verstehen, was in seinem Kopf und in seinem Herzen abläuft und dem Klienten geschickte Fragen zu stellen, sodass der Klient wirklich selber entscheidet dort und beziehungsweise auf die Idee kommt, sich selber zu entscheiden und Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, das kann man erlernen. Durch die Digitalisierung und Globalisierung und nicht zuletzt wegen der Krise, die in den letzten 2-3 Jahren stattgefunden hat, sind Menschen überfordert. Die meisten haben Ängste, Sorgen, Zweifel, Probleme. Sie lassen sich scheiden, sind orientierungslos, sind in einer Findungsphase, wo sie nicht mehr weiter wissen. Und da kommst jetzt du als Mental Coach zum richtigen Zeitpunkt. Ich persönlich glaube, dass es da außen Experten braucht, die empathisch sind, die über Kommunikationsskills verfügen tun, die auch die Fähigkeiten haben, Menschen im Herzen abzuholen und sie dort herzuführen, wo sie sein können. Der Markt ist um. Die Frage ist, bist du ready? Mental Coach Ausbildung kannst du bei mir nicht im Fernstudium absolvieren. Der Grund liegt darin, dass wenn ich dich coachen sollte, wenn ich dich ausbilden sollte, muss ich wissen, wie du in Situationen agieren und reagieren. Das heisst, mal angenommen, ich würde jetzt zum Beispiel Videos machen und aufladen und du würdest das einfach konsumieren und du würdest eine Abschlussprüfung machen, dann wäre das aus meiner Sicht nicht ganz wirkungsvoll, nicht gleich wirkungsvoll, wie wenn ich dich zum Beispiel vor Ort mit Rollenspiel auch erlebe und schaue, wie du wirklich in die Situationen reagierst und aber auch zum Beispiel agierst, schaue, wie du die Fragen stellen tust, wie du mit Druck umgehen tust. Das muss ich als Coach erleben, um sicherzustellen, dass dann die Qualität auch stimmen tut. Deswegen habe ich mich entschieden, Mental Coach Ausbildung nicht zu verfilmen, nicht zu digitalisieren und das vor Ort anzubieten. Ein erfolgreicher Mental Coach verdient je nachdem zwischen 250 bis und mit 500-600 Franken auf die Stunde. Du wirst sagen, ja Moment jetzt, also ist das denn möglich? Also normalerweise verdient ein Mitarbeiter am Tag 200, 300 Franken auf die Stunde. Ist das denn, und der schafft noch 8 Stunden, 8, ja, ist das möglich? Ich kann dir mit Gewissheit sagen, ja. Es gibt Menschen draußen, die es verstanden haben, dass der mentale Aspekt unglaublich wichtig ist, weil es heisst ja Geist über die Materie. Das heisst, wenn deine mentalen Prozesse da oben in Ordnung sind, dann ist alles andere in Ordnung. Wenn die mentalen Prozesse durcheinander sind, dann kommt alles andere auf der physikalischen Ebene auch durcheinander. Und das haben Führungskräfte verstanden. Das ist also nicht nur für Profisportler, sondern Führungskräfte, Politiker nehmen so Sachen in Anspruch, aber auch immer mehr und mehr Privatpersonen, also Mütter, Väter, die zum Beispiel gerade in der Scheidung sind oder vielleicht sich zusammenwollen wieder führen, vielleicht ein Unternehmen wollen aufbauen, generell Veränderungsmanagement, Stressmanagement. Es sind immer mehr Menschen bereit, in Mental Coachings zu investieren. Und wenn du es gut machst von Anfang an, wenn du super alles aufgeleistet tust, dann werden die Leute dir auch bereit sein, den Betrag entsprechend zu zahlen. Aber es ist nicht so, dass du nach der Ausbildung in der Lage bist, dass Menschen zu dir kommen und sagen, ich zahle dir 300, 400, 500 Franken auf die Stunde. Das musst du aufbauen, das ist ein Aufbauprozess. Aber grundsätzlich, wie bei allem, man wird ja nicht von heute auf morgen ein Profi, aber man muss mal irgendeinen ersten Schritt machen. Wenn du denn das über 6 bis 12 Monate kontinuierlich machst in deinem Umfeld, Menschen trainieren tust, mit Rückmeldungen wachsen tust, dann werden die Leute zu dir und sagen, du, ich bin bereit, ich will dich
ja, 3 Monate Abo bei dir lösen, ich will irgendwie 18 Monate jetzt, dass du mich trainieren tust. Und dann spricht sich das eben über Empfehlungsmanagement um und dann wachst du mit ihnen mit. Also durchaus möglich, dass du pro Stunde zwischen 150, 250, 350 Franken kannst verdienen, aber das ist ein Aufbauprozess und muss entsprechend auch mit berücksichtigt werden in diesen Gedanken. Bei uns bekommst du nicht nur theoretisches Wissen über, sondern auch gelebtes Wissen. Was wir unseren Klienten mit auf den Weg geben, wird bis zum heutigen Zeitpunkt aktiv gelebt und, Achtung, jetzt kommt's, weiterentwickelt. Das heisst, wir sind bestrebt darin, uns weiterzuentwickeln, weil das Leben ein dynamischer Prozess ist. Und deswegen liebe ich den Ansatz, dass wir Menschen, dass wir unsere Klienten, Menschen, die zu uns kommen und sagen, du, ich habe das Bedürfnis, könntest du mich in diesem Bereich unterstützen? Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das kann, weil ich das selber auch gelebt habe oder erlebt habe und auch das aktiv praktiziere und das Gefühl habe, ich kann ihn dabei unterstützen oder sie dabei begleiten und sie stark machen und es liegt mir, dann sage ich ja. Und gerade Selbstständigkeit ist ein Bereich, wo ich seit mehr als 17 Jahren Kenntnisse und Erfahrungen habe, wo ich dich aktiv auch in diesem Bereich kann unterstützen kann. Wenn du dich persönlich weiterentwickeln willst und du sagst, Mental Coach Ausbildung wäre noch etwas, ich bin jetzt Führungskraft und wäre noch etwas ja, für meine Mitarbeiter, für mich persönlich auch, oder sogar Ernährungscoach Ausbildung, Personal Trainer Ausbildung in Kombination mit Mental Coach Ausbildung, dann nimm mit uns unverbindlich Kontakt auf und ich werde dich dann entsprechend am Telefon beraten und dich aufklären, wie die nächsten Schritte aussehen würden.